Hallo, hier ist LiHa2004. Heute mit dem Tutorial zum Fallrückzieher. Das haben sich viele Leute gewünscht und deshalb zeige ich das jetzt mal. Also wir fangen an mit einem praktischen Teil. Zusammen mit der Erklärung, dann mache ich es einmal vor auf dieser Matte. Für die Leute, die da noch nicht so gut können oder sich nicht verletzen wollen, kann das da drauf machen. Und dann zum Schluss kommt nochmal das Richtige. Also Praxis. Das Bein, mit dem man schießt, also bei mir rechts. Damit springt man ab. Also, hui. Dann das Bein, das andere Bein halt. So, das ist dann das Schwungbein. Das nimmt man dann so hoch, nachdem man abgesprungen ist. Und dann kommt noch das Schussbein dazu und schießt den Ball. Also eigentlich im Prinzip ganz einfach. Also, jetzt nochmal zum Mitschreiben. Das Schussbein ist das Sprungbein. Das heißt, mit das Bein, mit dem man abspringt. Dann das andere Bein ist das Schwungbein. Mit dem holt man den Schwung für den Fallrückzieher. Und jetzt gibt es noch ein paar Versuche. Wenn man es alleine üben will, dann ist der Rebounder dafür ganz gut. Und ja. Also wie wir auch schon bei den anderen Videos, üben, üben, üben und jetzt. Ja, 2004. Heute gibt es einen weiteren Rebounder-Teil. Und zwar mit dem Fallrückzieher oder Seitfallzieher. Also, man legt sich den Ball wieder hin. Man schießt daneben. Also jetzt habe ich den Rebounder getroffen, dann habe ich das Tor also nochmal. Ein paar Beispiele. Geholfen oder gefallen hat, dann lasst mal ein Like da oder abonnieren. Sonst könnt ihr mir auf Twitter oder Instagram folgen und. Hallo, hier ist LiHa2004. Heute mache ich den Fallrückzieher von Thiago nach. Das war im Spiel gegen den VfB Stuttgart, das war gestern. Das war am 29.01.2014. Ja, und das mache ich jetzt halt nach. Und erst werde ich noch eins klarstellen. Ich bin geisteskrank. Es ist 1,9 Grad draußen und ich stehe hier. Kurze Ärmel und aber Dinger. Gut, also das war so, Rafinha hat geflankt, Thiago ist gelaufen und hat den Ball getroffen. Altbart, aber das war jetzt irgendwie ein bisschen scheiße, weil ich habe den Ball zu weit unten getroffen, deshalb ist er hochgegangen. Ja, nochmal, das Ganze nochmal. Ja, und das war es eigentlich schon zu meinem Thiago Fallrückzieher-Video.